Guten Tag, liebe Zuschauer. Mein Name ist Thomas Weigel und ich bin Schatzmeister beim Tierschutzverein Freiberg e.V. Ich stehe heute hier vor dem Tierheim Albert Schweitzer, welches sich im Münzbachtal in Freiberg befindet. Und ich werde Ihnen heute eine Aktion vorstellen, die für unser Tierheim gedacht ist und momentan von uns vorbereitet und umgesetzt wird und lautet: Geben Sie unseren Tieren ein trockenes und warmes Zuhause. Der Hintergrund dieser Sache ist, dass das Gebäude 45 Jahre alt ist und unser Tierheim ein neues Dach benötigt. Im Hintergrund können Sie es schon sehr gut sehen. Die schwarze Fläche, die da ist, muss dringend saniert werden. Sicherlich können Sie sich noch an den letzten Winter erinnern, wo Sie immer wieder Meldungen hatten von diversen chaotischen Schneemeldungen, von Dächern, die irgendwie drohen einzustürzen oder auch, was bei uns geschehen ist, eingestürzt sind. Hier an unserem Gebäude haben wir das Problem, dass es nicht mehr dicht ist, dass bei massivem Regen bzw. im Winter beim Tauwetter das Wasser durch alle möglichen Ritzen hineingelaufen ist. Das hatte zur Folge, dass das Wasser von den Wänden lief. Teilweise kam es durch die Fensterstürze, sodass die Fenster komplett mit Wasser voll gelaufen sind und diese dann auch eingefroren sind. Das war natürlich eine dramatische Zeitgeschichte, die wir eigentlich so nicht nochmal wieder erleben möchten. Wir haben jetzt verschiedene Schäden im Gebäude, die ich Ihnen dann auch zeigen möchte, um Ihnen zu veranschaulichen, was dieses Wetter bzw. was dieses kaputte Dach an unserem Tierheim momentan angerichtet hat. In dieser Hinsicht möchte ich Sie mit kurzen Bildern durch das Tierheim führen, Ihnen Schäden erklären und möchte Sie bitten, dass Sie unsere Sache mit Ihrem Gelde, mit Spenden unterstützen, denn wir benötigen eine Summe von rund 20.000 Euro, um dieses Dach zu sanieren. Aus diesem Grunde möchte ich Ihnen jetzt weitere Dinge zeigen und hoffe auf Ihre Unterstützung. Ja, an diesem Beispiel können Sie sehen, warum das Wasser in unser Gebäude läuft. Immer wenn die Dachrinne vereist ist, dann ist hier ein riesen Eisklumpen am Ende des Daches. Und mit dieser einfachen Überlappung, die Sie da sehen, dann staut sich das Wasser hinter diesem Eis und läuft dann über diese einfache Überlappung in das Gebäude rein. Also Sie sehen, es braucht vielleicht 3-4 cm Tauwasser, welches sich zurückstaut am Eis, und dann dringt das Wasser ohne Probleme in unser Gebäude ein. Und hier befinden wir uns in unserem Lager. Das hatte massiv Schäden, als das Wasser in das Dach eindrang. Hier oben konnte man richtige Tropfen, kleine Seen an der Decke sehen, die dann herunterfielen auf diese Plastikbeutel, auf Futter, was hier stand, und es musste hier alles weggeräumt werden. Dann lief es die ganze Ecke hier herunter. Es gab massive Schimmelschäden. Jetzt ist das alles wieder ein bisschen angetrocknet und hat diese Motorflecken hinterlassen. Vormals hatte dieses Zimmer oder dieser Raum kein Fenster, sondern nur eine Entlüftungsröhre oder so. Das haben wir jetzt schon abgeändert mit einer Fensterspende und konnten hier schon anfangen, das so herzurichten, dass man nun auch mal kräftig lüften kann, was wahrscheinlich durch diesen Schimmelbefall auch längere Zeit notwendig ist. Also wir sind hier beispielhaft nochmal in einem Zimmer, wo Sie massive Schäden durch Schimmel sehen können. Das Wasser ist hier oben durch den Fenstersturz gelaufen. Man hat hier noch diese Sporen auf dem Fenster, wie das hier angekommen ist. Und diese Wand, die auch aus Gipskarton besteht, hat das förmlich angesogen, das Wasser, beziehungsweise auch dieser Putz hier, und hat sich wie der beste, älteste Käse, der irgendwo rumgelegen hat, so dermaßen verschimmelt, dass man das eigentlich kaum zu Hause anbieten möchte oder auch von dem Zustand her, dass das länger so sein sollte. Hier haben wir aber noch das Problem, dass hier das Fenster nicht zu öffnen geht und wir einfach damit leben müssen, dass das jetzt alles hier komplett saniert werden muss von den alten Fenstern und diese Einbauten, dass das alles wieder auf Vordermann gebracht werden muss. So, liebe Zuschauer, das war ein kurzer Rundblick durch das Tierheim und die Schäden, die das Dach verursacht hat. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze das Wichtigste zeigen, so dass Sie sagen,
Okay, das Tierheim Freiberg hat eine Unterstützung meinerseits zu bekommen. Wir würden uns auch sehr erkenntlich zeigen, wenn Sie uns ab 25 Euro unterstützen. Mit 25 Euro fördern Sie das Tierheimdach mit einem halben Quadratmeter. Das bedeutet, 1 Meter mal 50 Zentimeter haben Sie unterstützt und würden damit den Vorangang dieser Sanierung unterstützen. Als Dankeschön würden Sie von uns dieses Zertifikat erhalten. Das ist eine Zeichnung von unserem Tierheim mit ein paar Tieren. Sie erhalten dieses Teil auf Ihren Namen ausgestellt mit einer fortlaufenden Nummer, Ihrem Spendenbetrag und Unterschriften von Vorstandsmitgliedern. Dies können Sie dann schön aufheben oder an die Wand hängen, was ich schon auch bei vielen Leuten gesehen habe, bei anderen Aktionen. Und ich hoffe, ich konnte Sie abschließend für unser Projekt begeistern, so dass Sie uns gerne unterstützen möchten. Ich hoffe, zu unserem nächsten Tag der offenen Tür können wir Ihnen mit dieser Aktion ein neues Tierheimdach präsentieren. Ich bedanke mich schon voraus für Ihre Unterstützung. Auf Wiedersehen.